Mark Farber, der Herausgeber des Gloom, Boom and Doom Reports, war schon ein harter Knochen, als ich ihm entlocken wollte, wo und wie er denn investiert. Aber eins habe ich auf jeden Fall mitbekommen, was er von der Politik der Notenbank hält. Und ich habe ihm zum Schluss auch noch entlocken können, wo und wie er investiert. Mehr dazu jetzt in diesem Interview. Ja, wenn wir auf die Finanzmärkte blicken, dann kriegen viele Menschen ein durchaus düsteres Bild. Und wenn es düster ist, dann wollen wir auch versuchen, ich sag mal, unterschiedliche Stimmen einzufangen. Und einen Experten, den möchte ich jetzt begrüßen, nämlich Mark Farber. Er ist zugeschaltet aus Thailand und er ist Herausgeber des Gloom, Boom and Doom Reports. Für alle, die des Englischen nicht so mächtig sind, sei es erklärt, Düsternis, Aufschwung, Untergang. Schönen guten Tag, Herr Farber. Ja, guten Tag. Herr Farber. Freut mich, dass Sie mich einladen. Sehr gerne. Herr Farber, ist es denn wirklich so düster derzeit um die Finanzmärkte bestellt? Wie ist so Ihre Einschätzung? Ja, es ist nicht so düster. Die Wirtschaft grundsätzlich hat sich natürlich in eine Rezession bewegt. Aber das ist denn nichts so stark auf wirtschaftlichen Zusammenhängen zurückzuführen, als auf die grauenhaften und qualitativ schlechten Politiker, die wir in der westlichen Welt gewählt haben. Und da muss man sagen, die Wähler haben diese Sozialisten, diese Kommunisten, diese Interventionisten, die glauben, dass sie mit ihren Maßnahmen alle Probleme der Menschheit lösen können. Für die haben sie gewählt. Sie haben nicht gewählt für Leute, die akzeptieren, dass der freie Marktwirtschaft, dass die freie Marktwirtschaft, dass das kapitalistische System eigentlich die freieste Form einer Gesellschaft bilden kann. Sie haben die Politiker gewählt, wie ihre Außenministerin, die von allem gar nichts versteht. Ja, aber Herr Farber, ist das denn so viel? Das ist die Tragik. Ja, das mag vielleicht tragisch sein. Ob das jetzt alle Sozialisten und Kommunisten sind, darüber können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal sprechen. Aber wie sieht's denn mit den USA aus? Haben Sie da die gleiche Einschätzung? Ja, die jetzige Regierung ist auch sehr interventionistisch. Und es gibt keine Maßnahme, die der Herr Biden getroffen hat, die sich positiv auf die Wirtschaft auswirken kann. Er hat mehr und mehr Bestimmungen erlassen, größere und größere interventionistische Maßnahmen getroffen, die natürlich nicht günstig sind. Aber im Vergleich zu Europa haben sich die Vereinigten Staaten relativ gut gehalten, weil sie doch immerhin eine Zentralbank haben, die realisiert hat, spät, allerdings sehr spät, aber sie haben realisiert, dass eine gewisse Inflation vorhanden ist, dass die Preise steigern, währenddessen die Frau Lagarde an der EZB. Und es gibt ja Verwaltungsräte in der EZB, dass die sich nie bewegt haben und die Zinsen in Europa nach oben angezogen haben, ist für mich unverständlich. Aber das tun sie doch jetzt. Sie fangen doch damit an. Ja, sie tun es jetzt. Sie tun es jetzt. Jetzt ist wahrscheinlich die höchste Inflationsrate bereits vorbei. Verstehen Sie? Eine Notenbank sollte grundsätzlich gar nichts tun. Das wäre das Beste. Aber das Zweitbeste ist natürlich konträr zum Business Cycle, zum Geschäftszyklus, zum Wirtschaftszyklus zu agieren. Mit anderen Worten, wenn die Wirtschaft in einer Boomphase ist, sollte man die Zinsen leicht anziehen und den Boom etwas reduzieren. Und wenn wir in einer schlechten Lage sind, dann sollte man die Zinsen kürzen. In der jetzigen, in der gegenwärtigen Situation
können die Notenbanken gar nichts mehr tun, denn sie haben die Inflation selber geschaffen. Aber die Frau Lagarde behauptet immer noch, ja, die Inflation ist da wegen dem Klimawandel. Das ist natürlich völliger Unsinn. Der Klimawandel per se wäre eigentlich deflationistisch. Aber wenn Sie natürlich Geld drucken und dann Interventionen vornehmen, die falsch sind, wenn die Deutschen glauben, dass sie die ganze Wirtschaft mit Windmühlen ankurbeln können, dann ist natürlich alles verloren. Sie denken, dass alles verloren ist. Aber Herr Faber, eine Frage. Wenn es denn so ist, dass die Notenbank... Ich sage nicht alles verloren. Denn eines Tages, wenn es wirklich schlimm wird, wirtschaftlich, werden sich die Leute schon im Kopf denken und fragen, liegt es nicht an den Politikern? Herr Faber, wenn es so ist, dass eigentlich die Notenbank, Sie sagten ja gerade, am besten wäre es, wenn sie gar nichts machen, und sagten auch, dass die Notenbank Zinsen leicht anheben soll, wenn sie sich in einer Boomphase der Wirtschaft befindet. Was heißt das denn jetzt für die gegenwärtige Situation? Das müsste dann noch heißen, sie sollte jetzt, wo wir in die Rezession rutschen, eigentlich gar nichts machen, eher die Zinsen senken. Theoretisch ja. Aber nachdem die Notenbanken so schlecht die Geldpolitik geführt haben in den letzten 10 Jahren und die Zinsen kürzlich tief gehalten haben, damit die Regierungen mehr und mehr sich ausbreiten konnten, sie haben also das Krebsgeschwür finanziert durch ihre künstlichen Zinsen. Und dadurch ist ein Inflationsdruck entstanden. Also es gibt so Methoden, wie man die Zinsen berechnen kann. Die bekannteste ist die sogenannte Taylor Rule. Das wird bemessen nach dem, wie die Inflationsrate sich bewegt. In Amerika nach der Taylor Rule sollten die Zinsen über 9% sein. Und sie sind jetzt bei 2,25. In Europa, Sie wissen ja, Sie sehen ja die Statistiken selber, Sie müssen mich nicht fragen, wie hoch die Inflationsrate ist. Das ist Ihnen allen klar. Die höchste Inflationsrate in 50 Jahren und die Lagarde und die EZB-Verwaltungsräte streiten sich immer noch, ob man eine 4%, 0,5%, 3/4% Zinsen haben sollte. Wenn die Zinsen bei der jetzigen Inflationsrate über 9% sein sollten. Die EZB ist keine Notenbank, ist eine politische Bank. Lassen Sie uns doch auch jetzt mal nicht nur auf die Notenbanken schauen, sondern auch auf die Finanz- und Aktienmärkte. Herr Faber, gibt es da eigentlich irgendwo einen Markt, wo Sie sagen, oder so, da bin ich ganz optimistisch oder das ist auch für Anleger vielleicht sogar interessant? Ja, Sie können natürlich nicht sehr optimistisch sein, wenn Sie eine NATO haben, die von den Vereinigten Staaten geführt wird und ganz deutlich kriegerische Maßnahmen trifft. Nicht? Sie haben grundsätzlich Russland provoziert in einen Krieg. Der Krieg wird jetzt weiter finanziert, also der wird erweitert und weiterhin bestehen, solange die Europäer und die Amerikaner, die, also Steuerzahler, weiterhin Geld schicken, um Waffen zu kaufen, kann der Krieg noch einige Jahre dauern. Und dann, wie Sie wissen, haben die Amerikaner eine ganz feindliche Politik gegenüber China, eigentlich grundlos. Genau wie der Krieg. Die zwei Wirtschaftsgebiete, die grundsätzlich am engsten arbeiten sollten in der Welt und ganz eng zusammen verbunden sein sollten, wäre Westeuropa und Russland. Russland hat keine große Industrieproduktion, aber hat Rohstoffe und Europa hat alles in der Produktion. Das wäre die ideale Verbindung
eines Wirtschaftsraums. Aber das wollten die Amerikaner nicht und die Europäer sind auf diese Falle hereingefallen. Also das heißt, die Europäer müssten sich von den Amerikanern emanzipieren. Ich meine, davon sind wir im Augenblick. Richtig, richtig. Sollten unabhängige Außenpolitik führen. Aber das ist unwahrscheinlich, sicher im Fall von Großbritannien. Im Fall der Deutschen wird das vielleicht eines Tages kommen, dass es sich die Wähler überlegen, ist das eigentlich in unserem Vorteil, diese amerikanische Außenpolitik zu führen oder nicht. Und im Fall von China, oder die Amerikaner provozieren die Chinesen überall, wobei zum Teil ist das auch gegenseitig. Aber ich würde sagen, dass das Klima für den Anleger, man müsste also eine gewisse Wahrscheinlichkeit einräumen, dass es zu einer größeren Konfrontation kommt. Da können Sie dann Ihre Aktien sehen, was die Bewertungen sein werden. Und das Schlimme an der jetzigen Lage ist nicht, ich habe 1970 begonnen zu arbeiten. Also ich habe doch einige Osen und Bäsen gesehen in meinem Leben. Aber bei früheren Bäsen, was jeweils passiert ist, ist, dass die Aktien fielen, weil die Unternehmensgewinne fielen und eine Rezession vorhanden war. Aber zur gleichen Zeit gab es einen Bull Market, also eine Ose an den festverzinslichen Papieren. Also sie haben an den Aktien verloren, aber sie haben an Obligationen verdient. In der jetzigen Lage, die die Notenbanken hervorgeführt haben, muss ich nochmals betonen, dass das nicht der freie Markt bewirkt hat, sondern die Akademiker, die in den Notenbanken sitzen, die noch nie einen Tag im Leben an einer richtigen Arbeit, einer Stelle beschäftigt waren. Diese Akademiker haben diese Krise hervorgebracht mit ihrer irrationalen Geldpolitik, die gar keine Geldpolitik ist, sondern es war eine Politik, Europa zusammenzuhalten und dass ja nicht Griechenland und Italien und Spanien pleite gehen würden. Aber Herr Faber, nun ist die Welt jetzt gerade mal so, wie sie ist und viele Anlegerinnen und Anleger fragen sich, ich habe hier eine gewisse Menge an Kapital, was mache ich denn jetzt damit? Also irgendwas muss ich ja machen, soll ich es irgendwie unter die Matratze legen oder was würden Sie empfehlen? Ja, ich habe ja auch Vermögen. Ja, das frage ich mich auch jeden Tag. Verstehen Sie, das ist ein Problem, wenn Sie hart gearbeitet haben im Leben und Ersparnisse akkumuliert haben, dass Sie sich dann fragen, ja, was soll ich mit dem machen? Alles sieht nicht so gut aus. Deshalb würde ich Ihnen anraten, Sie wissen nicht und ich weiß nicht, wenn wir ehrlich sind, natürlich, die Politiker wissen ja alles immer, weil sie nur Politiker sind, weil sie gute Lügner sind. Wenn sie nicht gut lügen könnten, wären sie nicht in der Politik. Also, was machen wir mit dem Geld? Aber sie wissen auch gar nichts, aber sie treffen Entscheidungen. Wir Anleger treffen Entscheidungen und werden für falsche Entscheidungen bestraft. Der Politiker wird nie bestraft. Er wird ja befördert. Je schlimmer er ist, desto höher steigt er. Aber bei uns Anleger werden bestraft. Also, nachdem wir nicht wissen, wir müssen diversifizieren. In Immobilien, Aktien, festverzinsliche und Bargeld und Precious Metals, also Edelmetalle. Und dann gibt es Leute, die glauben an so Kryptowährungen und so weiter. Und Kunst, also Sammelobjekte, Briefmarken, alte Waffen und alte Bücher und alte Bilder und moderne Bilder und, und. Aber der größte Anteil bei den meisten Leuten ist in Immobilien und Aktien. Und ist das richtig oder falsch? Und dann muss man wählen, wo. Und ich würde sagen, entfernen Sie sich von Städten, die ganz sozialistisch sind. Denn dort gehen die Steuern rauf, oder? Das muss man ganz klar sehen. Bei den Sozialisten werden die Steuern steigen. Und das ist, wir haben bereits mit diesen Corona-Maßnahmen gesehen, wie diktatorisch die Demokratie geworden ist. Aber ein König,
Ein Fürst hätte nie diese Maßnahmen durchführen können. Ja, ich möchte sozusagen, ich habe das jetzt verstanden oder so, dass Sie sagen, es ist sehr sozialistisch, interventionistisch. Aber meine Frage an Sie ist, und das würde ich gerne zum Schluss noch mal etwas klarer haben, wenn Anleger eine gewisse Menge an Kapital haben, würden Sie sagen, sie sollten derzeit 50% Kasse halten oder würden Sie sagen, alles irgendwie möglichst weit verteilen? Was können Sie Anleger mit auf den Weg geben? Sie haben Erfahrung seit 1970, sagen Sie. Ja, eben das ist das Problem. Zur Zeit meiner Großeltern war das sicherste ein Sparbuch. Das ist eben nicht mehr so sicher. Denn was in Zypern vor einigen Jahren passiert ist, dass alle Einlagen bei den Banken wertlos wurden und nur ein kleiner Betrag einen Wert behielt, das könnte international auch passieren. Also Bargelder oder Sparnisse auf einem Konto bei einer Inflationsrate, die wir heute haben, und bei einer Geldpolitik, die wir haben, die verbrecherisch ist, die den Leuten, die ihre Ersparnisse durch Inflation konfisziert, ist eben gefährlich. Sie müssen gewisse Aktienbestände haben. Die Frage, wo? Und da habe ich Ihnen gesagt, möglichst in nicht-sozialistischen Ländern. Zum Beispiel in Asien haben wir den Sozialismus bereits erlebt. Wir wollen den nie wieder. In Osteuropa haben sie auch den Sozialismus erlebt. Den wollen sie nie wieder. Aber die dummen Westeuropäer, die in Reichtum erwachsen wurden, die denken, der Sozialismus ist etwas Gutes. Nein, der Sozialismus wird die Lebensstandard von allen reduzieren und auch ihre Privatvermögen. In Westeuropa sind wir noch weit vom Sozialismus entfernt, so meine Einschätzung. Aber sagen Sie mir doch mal, in welchen Ländern man investieren sollte oder Ihrer Ansicht nach, dass es gute Investments sind. Ja, also ich würde eben sagen, in Schwellenländern haben wir autoritäre Regierungen, aber wenn einer sich schlecht benimmt, dann wird er abgesetzt oder umgebracht. Da gibt es Änderungen. In Westeuropa ist es gleich, wer an der Regierung ist. Das ist alles so Eingriffe, Fehleingriffe und sozialistische Eingriffe, die der Wirtschaft schaden. Also ich würde wenn Sie die Börsenverläufe anschauen, in den letzten 10 Jahren, die Schwellenländer haben sich relativ schlecht verhalten gegenüber den westlichen Märkten, insbesondere gegenüber den Vereinigten Staaten. Und sie sind deshalb relativ billig. Jetzt dieses Jahr, Indonesien ist etwas gestiegen. Ich bemesse alles im amerikanischen Dollar. Nicht Deutschland im amerikanischen Dollar ausgedrückt, ist 29% gefallen. Das können Sie Ihren Politikern verdanken. 29%, gut das gemacht. Also Ihre Empfehlung lautet... Fahren Sie so weiter. Ihre Empfehlung lautet... Fahren Sie so weiter. In Schwellenländer investieren. Das ist das, was Sie sagen. Und möglichst breit diversifizieren. Das ist das, was Sie sagen und wie man sich... Ja, nicht unbedingt möglichst breit diversifizieren. Aber wenn ich ein Europäer wäre in Europa, dann würde ich mir überlegen, ja, wenn Sie den Bürgern ihre Geschäfte schließen konnten, die Regierungsbeamte, wohlverstanden, die gewählt wurden eigentlich von den Wählern, und zu einem Restaurant gehen konnten, zu einem Coiffeur, zu einem Tattoo-Salon und sagen konnten, sie müssen ihr Geschäft schließen, dann können sie auch enteignen eines Tages. Und da würde ich etwas Geld wegnehmen und in andere Länder investieren. Das ist doch auf jeden Fall mal eine Perspektive und etwas, was man sozusagen als Privatanleger und Privatanlegerin aus dem Gespräch mitnehmen kann, das ich mit Mark Faber geführt habe, dem Herausgeber des Gloom, Boom und Doom Reports, zugeschaltet aus Thailand. Vielen Dank, Herr Faber, für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen.